Grüezi wohl einen herzlichen guten Morgen hier von Rainis Zeitgedanken an diesem Montag, dem 2. Mai und wie gewohnt zu Losung und Lehrtext. Das Eingangsbild, ein wunderschönes Bild, eine Rose, ein Herz drin. Es kündigt etwas sehr Harmonisches an, aber ich muss sagen, es ist doch nicht so, wie dieses Bild alles ankündigt. Es sind Texte, die uns ins Nachdenken bringen. Und deshalb lade ich Sie jetzt ein, mal mit hineinzuschauen, was diese Texte am heutigen Tag uns vor Augen stellen. Da heißt es, Herr, deine Ratschlüsse von alters her sind treu und wahrhaftig. Und das ist das erste Wort von einem Loblied, muss man sagen. Und zwar ein Loblied darüber, dass eine schlimme Zeit zu Ende gegangen ist. Ich habe mir nie vorstellen können, dass man ein Lied anstimmt, wenn eine Stadt dem Erdboden gleichgemacht worden ist, wenn das Leben der Menschen in dieser Stadt erloschen ist, wenn man nicht mehr die Lieder hört und die Feste werden nicht mehr gefeiert. Das alles steht in der Apokalypse von Jesaja. Das ist also in Zukunft zu erwarten, dass diese Stadt, und man könnte auch sagen, man könnte es auf die Welt beziehen, so wie sie unterwegs ist, untergehen wird und dann jene, die gerettet werden, die hindurchgegangen sind, können dann Gott, den Herrn, loben und preisen, indem sie dieses Lied anstimmen, Herr, deine Ratschlüsse von alters her sind treu und wahrhaftig. Es muss deftig sein, wenn man sich freuen kann darüber, dass etwas zu Ende ist. Eigentlich ein Stück des eigenen Lebens. Man hat zwar da nicht mitgemacht, aber man war von diesem Leben umgeben. Und das macht deutlich, was auf uns zukommt, denn dieser Jesaja-Text ist die Apokalypse und das heißt, sie spricht von der Zukunft. Und ob genau unsere Zeit gemeint ist oder auch verschiedene andere Zeiten, das kann jeder, der dies liest, selbst interpretieren. Ich denke, dass dieser Text sehr, sehr gut auf unsere heutige Zeit passt, denn viele meinen, dass diese Welt, so wie sie bestanden hat und wie sie gelebt wurde, so nicht mehr weiter existieren kann und auch so nicht mehr gelebt werden kann. Kommen wir zum Lehrtext. Da heißt es, aus Liebe hat Gott uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden durch Jesus Christus. Hier ist die Rede von dem göttlichen Plan und der beschreibt, dass ja die Menschen die Möglichkeit gehabt haben, dass Gott sie aus Liebe bestimmt hat, gerettet zu werden und eine andere Zeit zu erfahren und mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und das hat er ja getan, indem er das große Angebot gegeben hat in Jesus Christus. Jetzt kommt die ganz große Frage, in diesem Brief wird es auch, wenn man genau hinguckt, so ein bisschen angesprochen. Ist es von Urzeiten vorherbestimmt, wer denn Jesus Christus folgen kann, oder ist es an unserer Entscheidung gelegen? Und die Bibel ist da so etwas nicht ganz eindeutig, wenn man den gesamten Kontext sieht. Wenn es aber so wäre, dass wir von Urzeiten her bestimmt wären, die einen, dass sie Jesus Christus glauben können und die anderen nicht, dann wäre das für mich eine sehr ungerechte Welt und das würde sich mit vielen Aussagen der Bibel auch nicht vertragen. Denn warum wird dann gerufen zur Umkehr? Warum wird dann mit aller Macht darauf Wert gelegt, dass wir wachsam sein sollen? Und warum wird darauf Wert gelegt, dass genau wie gesagt jeder noch die Möglichkeit hat, umzukehren? Insofern denke ich also, dass wir doch ein Stückchen Freiheit haben, dass wir uns entscheiden können, dass wir das Angebot von Jesus Christus annehmen oder ablehnen können. Wenn wir es annehmen, dann gehören wir zu jenen, die natürlich sich freuen können, die auch über eine neue Zeit fröhlich sein können, weil wir wissen, dass endlich das Alte, was den Untergang der Schöpfung und der Menschheit forciert hatte, vorbei ist und dass wir in Glück und Zufriedenheit in einer wunderschönen Zeit mit Gott leben können. Insofern sehen wir also, eine Apokalypse kann man positiv und negativ anschauen und auch Worte können positiv und negativ gedeutet werden, wenn man sich klar macht, wo man steht. Steht man auf der Seite, dass man sagt, ja, ich bin von Gott geliebt, ich bin von Gott dafür auch bestimmt, dass ich diese Zeit überstehen kann, das heißt also, dass ich glaube, dann können wir fröhlich und zufrieden sein und deshalb
ist es so wichtig, dass wir diesen Glauben bekannt machen, dass wir davon erzählen, dass wir anderen berichten und sie einladen, dabei zu sein, damit sie dann diesen Jubelgesang auch mit anstimmen können. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals, bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes, von nun an bis in Ewigkeit. Ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag. Bei uns ist heute, man könnte fast sagen, Kaiserwetter, ein blauer Himmel, der noch nicht groß eingetrübt wurde. Die Sonne lacht und ja, im Hintergrund sehen wir noch einmal den Baggersee da in der Nähe von Feldkirch und da wird sich heute bestimmt auch der ein oder andere vielleicht sogar tummeln. Es kann sogar fast ein Sommertag werden. Es sind 18 Grad gemeldet und jeder, dem es gegeben und geschenkt wurde, dass er heute Zeit hat, dem wünsche ich, dass er in dieser Natur heute auftanken kann und neu zu Kräften kommt. Ja, ich schaue mal in den Chat, da grüße ich also ganz, ganz lieb alle, die sich zugeschaltet haben. Und wer jetzt auch nichts reinschreibt, ich weiß ungefähr wahrscheinlich, wer da mitschaut. In diesem Sinne herzliche Grüße euch beiden, die ihr jetzt mit dabei seid. Und möge euch Gott behüten, euch Freude und viel Kraft an diesem Tag schenken. Ich würde mich freuen, wenn wieder eingeschaltet wird, wenn Sie diesen Stream auch gerne verteilen. Und wir sehen uns ja dann auch wieder zu Losung und Lehrtext am kommenden, also morgen, am morgigen Tag. Und wenn es möglich ist, heute Abend wird es nicht sein, kommen auch wieder die Nachtgedanken. Heute bin ich aber auswärts und insofern habe ich also im Prinzip heute Abend wahrscheinlich keine Gelegenheit, einen Stream zu gestalten. In diesem Sinne, werden Sie gesund oder bleiben Sie gesund, passen Sie gut auf sich auf und vor allem mein größter Wunsch, bleiben Sie mit Gott verbunden. Auf Wiederloge!